Peace oder was gibt es, Kevin? Ich bin's, Marvin. Und heute extrem kaltes Essen versus extrem heißes Essen. Oh yes, Leute. Heute wird es extrem, Leute. Und zwar haben wir unsere Speiseglocken am Start. Hier drunter befindet sich entweder ein blauer Stift oder ein roter Stift. Blau bedeutet, man bekommt extrem kaltes Essen, also wirklich, wortwörtlich eingefrorenes Essen. Und rot bedeutet, wir bekommen extrem heißes Essen. Oh yes, Leute. Jetzt schon mal für einen Teil 2 davon. Wie viele Likes benötigen wir dafür, Kevin? Leute, bei 20.000 Likes kommt Teil 2 von kaltes Essen versus extrem heißes Essen. Yes, in extremer Version, Leute. Yes. Und ich denke, das kalte Essen ist nicht so geil, ne? Ich glaube, das wird ungenießbar. In den meisten Fällen, glaube ich. Ja. Kommen schon extreme Sachen. Ungenießbar. Hat die Regie schon was Wildes vorbereitet? Ja, Mann. Wir sind sehr, sehr gespannt. Erste Runde. Ich würde sagen, ich fange an zu drehen. Let's go! Sie dürfen entscheiden. Okay, ich will irgendwie nicht das kalte Essen. Sie dürfen ihren Untergang entscheiden. Ich bleib bei meiner Seite. Du bleibst bei deiner? Yep. Sehen wir. In 3, 2, 1. Nein! Okay, dann machen wir jetzt mal extrem kalt los, weil wir extrem heiß. Und was wir bekommen, seht ihr jetzt. Leute, also ich würde mal sagen, boah. Oh mein Gott, nein. Die riecht so geil, Leute. Das ist die gleiche Pizza. Einmal in schön heiß und einmal in tiefgefroren. Leute, hört es euch an. Komplett tiefgefroren, Leute. Ja, so, als ob man sie gerade kauft und erstmal auspackt. Würde man sagen. Boah, ich hätte so Bock auf die, ne? Die sieht so geil aus, Alter. Ist einfach eine Margherita. So eine ganz simple Pizza. Boah, ich werde die, glaube ich, mit einem Biss weghauen jetzt. Aber auch eine Home-Pizza für zu Hause, für den Ofen. Ist geil. Biss-Challenge. Einmal einrollen. Boah, die ist noch heiß. Oh mein Gott, darf ich ein Stück? Nein. Boah, oh ja. Leute, wer ist es auch? Wenn ihr eine Pizza bestellt, die ist nicht geschnitten. Das ist so nervig, ey. Ja, Mann. Belastend. Aber dann bleibt die, glaube ich, länger frisch oder so. Okay. Alles hat Vor- und Nachteile. Leute, Daumen hoch, wenn ihr jetzt Hunger habt. Ich habe extrem Hunger auf deine Pizza. Ich mache extrem Auge gerade. Wer hat gerade Bock, sich eine dampfende Pizza reinzustecken? Oh mein Gott. Leute, cheers. Ah! Boah! Hau doch mal genüsslich, Mann. Genieß es doch. Ich schmeckt nach Teig. Genieß es doch für die Leute. Leute, ein Biss noch. Man kann ihn abbeißen, Alter. Leute, wenn ihr jetzt schon interessiert, wie das ist, wenn man abbeißt. Boah! Schön. Digga, hast du die irgendwie zuvor aus dem Ofen geholt? Digga, ich schmeck auch ein bisschen den Rohteig noch raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da darf man meine Pizza genießen, wenn man versaut ist, ey. Hat sich viel zu früh aus dem Ofen geholt, aber egal. Geht schon. Runde 2, Leute. Yes, also Marek hat gelitten. Wie ging es gut mit einer normalen Pizza? Oh ja, ich hatte das kalte Produkt. Ich glaube, die kalten Sachen sind hier die härtesten, ne? Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Interessantes, ne? Vielleicht auch nicht. Man munkelt. Aber let's go! Stopp. Wähleweise. Du hast eben ausgewählt, was ist bei deiner geblieben? Ich bleibe jetzt auch bei meiner Speiseglocke. Okay. Ja. Denkst du, hast ein gutes Gefühl? Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Was denkst du, was du bekommst? Heiß oder kalt? Ich bekomme diesmal heiß. Ja. Okay. Heiß und lecker. Werden wir sehen, wenn die Glocken hochgehen. 3, 2, 1, bam! Wow! Oh, kalt! Das ist lustig, eine kalte Milka. Hier hast du die Arschkarte, weil deins wird geschmolzen in der Mikrowelle. Ach ja, das ist ja extrem heiß. Leute, wir sind beide. Oh, das ist oh echt mein kalt. Gott. Boah, fühl mal. Boah. Leute, die waren Froster. Boah. Pack mal aus. Sieht man das überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Aber die könnte doch voll geil schmecken. Ja, ich sag ja, manchmal ist kalt auch gut, ne? Oh, Schokolade ist ja nicht so, dass sie frostet, ne? Ja. Oh, das sieht man gar nicht. Oh, aber wir hätten die eigentlich Leute, ohne Papier. Eiskalt. Boah. Ist die richtig hart? Ja. Schmeckt mal. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich die abbeißen kann. Ah. Oh. Und wie ist das, die zu beißen? Boah. Hilfe, runter zur Regie! Oh, Leute, leider ab zur Mikrowelle für deine, würde ich sagen. Für mich wird es jetzt. Du kannst eine schöne heiße Tasse trinken. Heiße Tasse Milka. Mal gucken, ob wir das Fluss bekommen. Go! Okay, deine Milka-Schokolade ab hier rein. Kommt leider jetzt hier rein. Ich hoffe, ich kann sie genießen irgendwie. Ich hoffe nicht, Leute. Volle Pulle. Leute, Stunde der Wahrheit. Was bekomme ich? Boah. Wow. Alter. Oh, heiß.
heiß. Boah, guck mal, was ist das denn? Wow! Was ist das? Was zur Hölle? Ist das am Rand? Was ist da passiert? Leute, das begutachten wir jetzt am Tisch. Und was ist das? Was ist das? Yo! Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Alter, noch nie sowas gesehen. Wir lösen gleich auf, was es damit auf sich hat. So Leute, ich würde mal sagen, es ist ein Arbeitsunfall hier, was hier passiert ist, ja, ne? Mann. Also Leute, sieht eigentlich trotzdem saftig aus. Wow. Was hat sich da gebildet, Leute? Hat sich da ein Brownie gebildet? Ey, das ist ein Zeichen, oder? Leute, Brownies. Brownies. Unser Gaming-Kanal. Unser Gaming-Kanal. Leute, erster Link in der Beschreibung. Ja, Mann. Wir sind wieder aktiv am Zocken. Und ab März kommen 5 Videos pro Woche dort. Ja, Mann. Aktuell deswegen. Drei. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Genauso wie hier beim Hauptkanal, Leute. Genau. Denn dann dort habt ihr auch die Chance, eingeblendet zu werden. Genau das gleiche Prinzip wie hier. Deswegen seid aktiv, man lehnt sich dort zurück, dort kommen lange Videos. Und jetzt verkoste ich dieses wunderbare Produkt. Erstmal. Boah! Leute, das ist echt wie flüssige Schokolade. Guck mal jetzt. Alter, stell ich mal den Brownie rein, Alter. Oh, der ist hart. Ah, ist hart, hier ist geworden. Hart. Wie so eine Kruste. Ah, der Teller. Boah, hier ist alles flüssig. Also irgendwann wird das hart, ne? Boah, Leute, das ist einfach Nutella. Alter. Okay, kannst schön löffeln. Einfach Nutella. Schön Pudding. Boah, einfach lecker, ne? Milka. Boah, ist ja trotzdem lecker. Schmolzen. Gönn dir. Mmh, boah. Ist lecker? Ist einfach lecker. Alter, boah, nur Kinderschokolade müsste auch krank sein damit, ne? Und noch schöne Grüße an Seven. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auf uns gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren und schreibt einen Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv. Und ihr habt die Chance, hier im Video gegrüßt zu werden. Viel Glück. Okay, dritte Runde, Leute. Halbzeit. Halbzeit ist angelangt. Go! Let's go. Wählen Sie weise. Also bis jetzt hatten wir immer Glück, wenn wir bei unserer Seite geblieben sind, ne? Sir, ja, Sir. Sir, nein, Sir. Diesmal vertraue ich auf diese Seite. Ich auf dieser. Danke für die Glocke. 3, 2, 1. Ja! Nein! Das wird richtig witzig. Oh mein Gott. Was kriegt Marvin, Leute? Yam-Yam-Nudeln, aber in gefroren. Was ist das denn, Alter? Ey, Alter, da draußen gehen noch Nudeln. Ah. Die waren auch gefroren. Leute, einfach mit Wasser. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ja, wir haben Nudeln kalt. Oh mein Gott, wie soll ich das essen? Ey, Leute, ich hab normale. Ich würde sagen, Leute, du kannst wenn wir wieder Experimente machen sollen. Kannst du deine Nudeln jetzt... Boah. Kannst dran lecken. Alter, das ist ein... Yam Yam Lollipop. Kannst oh, das Gewürz von mir. Das ist mein Gewürz. Ich will wenigstens gewürzte kalte Nudeln haben. So, und du hast... Oh, Yam Yam. Oh, eigentlich machen wir die anders, ne? Eigentlich kannst du die lassen, weil... Aber eigentlich kannst du die auch so lassen, ja. Also sonst sehen die so krümelig. Genau. Leute, jetzt mal Gewürz rein. Was ist ein lecker Gewürz. Riecht das gut? Was haben wir überhaupt hier? Boah. Aber, boah. Hast du... Alter, Ente? Ist das Shrimp? Keine Ahnung. Okay. Warum? Boah. Das ist wie Sriracha-Soße, Leute. Boah. Kennt ihr Sriracha? Hier nochmal eingeblendet. Als Pulver, ey. Boah, voll scharf, ey. Das ist richtig scharf. Boah, hast du viel. Was ist das für eine Sorte? Ey, ist das neu? Ich kenn das nicht. Bah. Alter, aber so intensiv. Oh, das ist sogar Sriracha. Seit wann gibt's Sriracha? Yam Yams? Als Pulver, Alter. Boah. Okay. Gönn dir. Wow, Leute, heißes Wasser. Wunderbar. Oh mein Gott, wie soll ich das essen, Alter? Am Abend wird's ganz spannend werden. Oh mein Gott. Abenteuerlich. Also damit kommst du nicht weit. Ich brauch eine Spitzhacke. Ey, ganz ehrlich. Ich mach mal ein bisschen Wasser drüber, oder? Okay. Du kannst ja nur dran lecken, Alter. Was passiert dann? Das muss ein bisschen aufweichen. Okay, wir gucken. Oh, wow, okay, tschüss, tschüss, tschüss. Wie schnell tut das Eis lösen? Guck mal, ob du durchkommst. Nein, Mann. Boah, Leute, keine Chance. Boah. Also, Marvin hat immer noch die gefrorenen Nudeln. Und ich hab hier. Boah, du hast richtig heiße Sriracha-Nudeln, Leute. Ja, Mann. Einfach neue Edition. Krass. Ich muss die gießen. So. Wow! Wow! Alter, der Eisgletscher lebt! Lebt! Guckt euch das an! Leute! Ey, guckt euch an, wie die Nudeln aussehen, Alter! Ah. Boah! Beißt dir noch die Zähne aus! Ah. Ey, wie das aussah, die Nudeln! Ey, halt mal die Kamera, das sieht so richtig aus wie die Nudeln! Also sehr stilvoll! Bah, Junge! Voll scharf, Alter! Bah! Also Leute, wenn ihr das Gewürz nehmt, aufpassen, das ist heftig! Lecker! Boah! Das ist zu scharf, dieses Gewürz, ne? Mm. Die Soße, Alter. Boah. Boah, guck mal, wie das schwimmt. Runde 4, Leute. Let's go. Wer war dran überhaupt?
Ich mach das. Stopp! Wir gucken, wir haben nicht geguckt. Okay, 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 okay. 3, 2, 1, ja, nein! Oh ja! Leute, Calvin kriegt eine kalte, eingefrorene Milch, Leute. Warte, die ist einfach eingefroren. Wir wissen, was jetzt abgeht, Alter. Die war nicht kaputt, Spaß. Wow, Milch, Alter. Alter, Leute. Sag mal. Guck ich das an. Richtig wässrig sieht das aber aus. Wow. Boah. Oha. Wir müssen die jetzt aufschneiden. Okay. Operation Milch. Operation Milch öffnen. Sei vorsichtig. Eigentlich von außen kannst du erstmal den Karton aufschneiden. Genau, eigentlich. Dann überall. Eigentlich abziehen. Oh ja. Kann ich gleich abziehen. Wow. Wir wollen den Milchblock. Jetzt ein Operationsschnitt. Papier ist gut. Ja, Mann. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wie sieht's aus, Leute? Gefrorene, Alter. Milch. In 3, 2, 1, go! Wow. Alter! Wow. Ein Riesenlolli, Alter. Alter, aber auch so viel, gelb. Aber sieht auch aus wie Butter. Aber auch so wässrig, ne? Ich glaube, der Wasseranteil ist hoch. Sieht aus wie Butter, ne? Alter, oder ist die meiste Milch unten? Riecht es? Na, nix, Alter. Boah. Einfach. Okay, kannst du ablecken, ne? Ja, ich muss ja jetzt sehen. Natürlich nicht so lecker. Ja, man, leck mal schön ab, da. Sag mal, wie es schmeckt. Schön hier von oben nach unten. Jetzt bleibt ihr ja verkleben. Schmeckt da Milch, oder? Irgendwie gar nicht, gar nichts, neutral. Okay, Kelvin hat sein Milchlolli. Ich krieg jetzt meine heiße Milch mit Honig, Leute. Wie man es von Omi kennt, mit Plätzchen, ne? So, Leute, ich hab hier meine normale Milch. Schütten wir ein. Und noch ein bisschen Honig hier rein. Wie damals von der Mutti. Milch mit Honig und schön. Und Leute, bis gleich. Leute, wir haben ja eine leckere Milch mit Honig. Honig. Wir schlürfen. Leider keine Plätzchen im Haus, aber. Mm. Ja, schön munter. Geht der Flori eine Runde zocken? Leute, Runde 5. Yes, Mann. Es wird ernst, es wird ernst. Es wird verrückt, Mann, es wird verrückt. Okay. Let's go! Okay. Stopp! Ich bleib bei meiner diesmal. Komm, gib mir einfach das heiße Normale. Okay, nächstes hier normal eigentlich. Ne? Ich will aber das heiße, okay. Okay. Ready? 3, 2, 1! Nein! Ja! Was ist das? Leute, es gibt Biber-Eier, aber nicht normale. 3 davon sind eingefrorene Steine! Boah, Leute. Boah! Alter. Boah, Leute, die platzen nicht auf. Guck. Alter, Leute, ist noch nie so harte Eier gesehen. Warte, ist ein Riss deswegen gekommen? Ich glaube, das war's schon, oder? Ach, die sind aufgeplatzt durch die Kette. Boah, Leute, ein Froster. Boah, Leute, Eier. Sind die einfach aufgeplatzt? Irgendwie aus. Zeig es mal. Oh mein Gott. Hier ist echte, jetzt nicht den machen. Puff. Was machen wir jetzt? Einer kriegt heiße Eier aus der Mikrowelle. Oh. Hier? Kannst du hier aufplatzen? Da. Da können sie hin. Für dich. Für dich. Eier, schöne. Oh, ich hab den nochmal. Ganz vergessen. Schöne, leckere. Du kriegst schöne Spiegeleier auf dem Teller. Boah. Einfach in die Mikrowelle wenden. Ohne Öl. Einfach in die Mikrowelle. Hab ich noch nie getan. Einfach ein Ei aufgeschlagen und in die Mikrowelle. Ist auch nicht. Müsste ja klappen, aber, oder? Müsste eigentlich klappen. Haben eine stabile Mikrowelle? Leute. Go. Eier. Ich esse jetzt mein kaltes Ei. Einfach im Mund. Auf Stumpf. Wow. Und sehr viele Proteine hat Marco aufgenommen. Also heftige Proteine. Und? Und hast du Muskeln aufgebaut? Schon gewachsen? Alter, ja. Oh, bisschen, ne? Ein Zentimeter mindestens mehr geworden. Und ich hol mir jetzt auch eine Proteine. Ab zur Mikrowelle. Leute, was passiert, wenn man ein aufgeschlagenes Ei einfach in die Mikrowelle reintut? Mikrowelle versus Ei. Ich hoffe, ich kriege schon wieder Spiegelei. Oder auch nicht. Mal sehen. Höchste Stufe eingestellt. Let's go! Oh mein Gott, wie schnell! Leute! Boah! Platz auf, Leute! Ich hab gehört, du wächst dann in die Mikrowelle gleich. Boah!
Ey, die stinkt da nach rein, Alter. Boah, Alter. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat schon gespritzt. Reicht. Stopp. Ja, das stinkt jetzt schon, Alter. Boah, Leute, das stinkt. Ey, geht das auf? Das riecht wie Stinkbombe, ey. Was ist das? Mensch. Wir haben uns alle am Tisch. Leider nicht ganz durch, aber an der Seite ist es durch. Guck, ihr könnt sehen, hier ist noch flüssig. Ja. Die Salmonellen sind leider nicht gekillt, deswegen kann ich mir noch von der... Ach, war heiß genug auf jeden Fall. Na gut, war ja trotzdem heiß. Ja, ist ja schön. Manche solange du es ja nicht isst, ne? Ist perfekt. Manche wollen es ja halb flüssig halt. Naja, ich habe es auch früher mal gefeiert. Halb, ne? Okay, ist eigentlich ein authentisches Spiel leider. Ich finde, kannst auch nur das Harte essen, also wie du magst, ne? Boah, ja, Mann. Nicht schlecht. Rein damit. Boah, es dampft ja noch. Okay, ich mache mal ein Stück Salat hier, Alter. Ein bisschen flüssig, ein bisschen... Ja, Mann. Genüsslich. Ist es genüsslich? Sehr genüsslich. Ah, ein bisschen schwammelig, ist noch nicht ganz durch. Ja, ein damit jetzt, komm. 3, 2, 1, go! Und? Mögen Sie es? Schmeckt aber normal. Also ah, wie ein... Ja, guck. Also nicht so komisch oder so. Krass, also man kann Eier auch in der Mikrowelle braten. Ob es durch ist? Davor ein bisschen Olivenöl rein in den Teller. Zur Not, wenn ihr keine Pfanne habt und nur eine Mikrowelle, ihr seid versorgt. Aber empfehlen würde ich es nicht, wegen Salmonellen. Ob die durch sind, weiß man nicht. Okay, wenn aber auf jeden Fall. Und das spritzt auch sehr in der Mikrowelle. Ja, und ihr habt eine stinkende Mikrowelle. Das dann lieber doch in der Pfanne. Lieber in der Pfanne machen. Aber es war auch ein bisschen schwabbelig und ich finde das echt genüsslich. Und machen wir jetzt noch einen Toast und verschmeißt das. Ganz bestimmt jetzt komplett. Letzte Runde, Leute. Go! Hoffentlich wird es mal jetzt lecker, Alter. Was ist das? Was ist das? Was soll das hier alles sein, ne? Was soll das werden? Okay. Hey! Such du aus. Ob es mir jetzt zum Verhängnis war? Such aus jetzt! Das ich habe... Was? Ist gut! Oh, Snickers-Eis! Nein, ich habe Mais! Durch mein Manipulieren hier gerade. Oh nein! Wegen dir! Ich habe einfach meinen Freestyle noch gemacht, einmal gedreht. Was ist mein Lieblings-Eis? Ja! Eis, Leute! Eiscreme! Deep! Oh! Was denn, mein Junge? Sag was du Snickers Eis versus Mikrowelle. Let's go! Ach du heilige Leute. Wie schnell ist das? Wow! Schnell ist das geschmolzen, bitte. Oh mein Gott! Wie sieht das denn aus? Boah, sind da richtig viele Nüsse drin? Wusste ich gar nicht. Leute, geschmolzene Snickers-Eis. Ist eigentlich wie so ein heißes Eis auf einer Waffel, ne? Ja, Mann. Guck mal, ich wusste gar nicht, dass so viele Nüsse da drin sind, ne? Jetzt sieht man mal die Nüsse, ne? Na, echt ein paar Nüsschen also hier drin. Oh, Nussanteil, ja. Mit ein bisschen Creme. Lass es dir schmecken. Auf jeden Fall, mein Freund. Das ist mein Lieblings-Eis. Noch eine Waffel dazu, da wäre perfekt. Einfach in heiß. Boah. Mal gucken, ob wir es empfehlen können. Marvin gibt Feedback. Leute, bist du begeistert? Ich glaube, ich esse das Eis jetzt immer so. Echt? Alter! Meinst du ernst? Ist krass? Ja, ich esse immer so jetzt. Boah, nice, Alter. Krass.